Ja, grüß dich, Andreas. Hallo, Maria. Schön, dich hier zu haben. Danke. Ich habe jetzt schon so viele Interviews gemacht, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich fragen soll. Aber... Du weißt schon, wer ich bin, oder? Ja, ich weiß, wer du bist, aber ich weiß nicht ganz genau, was du machst beruflich hier. Wie heißt denn zum Beispiel deine Firma? Meine Firma, die heißt derzeit noch Werbeagentur Andreas Jaritz, weil das so schnell gegangen ist, dass ich eigentlich keine Zeit gehabt habe, mir so ein nettes Corporate Design zu überlegen. Aber du bist auch ein Teil von Les Avignon? Genau. Das ist eigentlich schon fast meine Identität. Also okay. Das wandelt sich jetzt noch in Zukunft. Das wird noch intensiver, glaube ich. Also Les Avignon besteht ja derzeit aus 9 Einzelunternehmen. Und die wollen ja verstärkt in Zukunft zusammenarbeiten. Also ein Konglomerat von verschiedensten Teilbereichen der Kommunikation. Also angefangen von Print über Fotografie, Motion Design, Webdesign, Programmierung, Grafik und halt Online-Marketing und PR, sowas, was ich halt mache. Das ist jetzt dein Spezialgebiet, Online-Marketing und PR? Ja. Also Kommunikation generell und Organisation von Kommunikation. Das heißt so Projektmanagement zum Beispiel. Also wenn jemand eine neue Webseite machen will, dann mache ich das Konzept und schaue, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Platz sind und zusammenarbeiten. Das ist eigentlich so. Und Schwerpunkt ist halt Online-Marketing und PR. Und da vor allem halt viel in diesen wichtigen sozialen Medien. Wie Facebook. Gibt es noch was anderes eigentlich? Wie lange bist du schon selbstständig? Seit 1. November 2010. Wow! Praktisch noch ganz grün hinter den Ohren. Ja, seit 1. November habe ich mein erstes Gewerbeschein. Und du bist hier jetzt auch im Printi? Seit wann? Seit Anbeginn? Ich bin eigentlich der Letzte gewesen, der dazu gekommen ist. Ich habe das Ganze da abgerundet sozusagen, auch branchentechnisch. Ja, ich bin da der Einzige, der eigentlich Marketing und PR macht in dem Sinn. Neben den Architekten. Du arbeitest aber schon länger im Land, gell? Genau, also ich bin ja, das ist ja das, mit dem Printi schließt sich ja das Bermuda-Dreieck, weil angefangen habe ich da drüben bei Fluid Farms, habe da die Diplomarbeit geschrieben, dann habe ich gewechselt zu Ungard. Habe dort über ein Jahr mit super Leuten zusammengearbeitet und irgendwann hat sich das aber dann so ergeben, dass es eigentlich Sinn macht, dass man sich selbstständig macht. Das auch von Ungard unterstützt wurde. Ja? Also das hat nie irgendwie so einen Beigeschmack gehabt. Und jetzt von Ungard bin ich halt dann hergezogen zum Printing. Mhm. Ja. Und wieder mit Sicht auf Fluid Farms. Ja. Taugst du da? Du bist da viel alleine im Printi, gell? Ja, leider. Leider? Ja, also meiste Zeit ist es so, dass ich eigentlich tagsüber allein bin. Also weil Svenja, also die Nana ist ja nur einmal die Woche so richtig da, ja? Und die Svenja ist hin und wieder da, Severin, die Fotografin sieht man auch fast nie und die Architekten sind eigentlich auch nur am Abend da. Und die Cookie ist derzeit in Wien. Kannst du von einem Projekt, du schreibst ja glaube ich auf dieser Plattform Nomads Earth, das ist jetzt nicht nur im Facebook, sondern auch eine eigene Plattform, oder? Okay. Nomad Earth ist ein Projekt, das ich zusammen mit Mario Heinzel, mit dem ich zusammen studiert habe und den ich von der Südsteiermark her kenne, initiiert habe. Und da geht es eigentlich darum, ein bisschen einen anderen Ansatz in den Tourismus reinzubringen. Also wir haben uns dem Thema faires Reisen, ja, unter Anführungszeichen, verschrieben und da geht es eben darum, dass man als Tourist erfolgreicher oder respektvoller reisen kann. Also erfolgreicher heißt, dass man mehr mitnimmt von Reisen als nur das bloße Programm, das man in Katalogen findet und da mehr Kontakte schließen kann, wenn man, sage ich mal, grundsätzlich sich respektvoll verhaltet. Ich glaube, das ist eigentlich der Kernbegriff, respektvoll, weil das impliziert respektvoll gegenüber der Natur, soweit möglich, ja, obwohl Reisen immer problematisch ist, und respektvoll gegenüber den Menschen und den Kulturen in anderen Ländern. Und das wird oft vergessen, wenn wir irgendwo in Katalogen ein Massenangebot buchen, dann ist da recht wenig mit Respekt und so gegenüber der lokalen Bevölkerung. Und das hat uns irgendwie zum Anlass
getrieben. Wir haben gesagt, okay, wir müssen da was machen. Also uns interessiert das. Wir sind selber viel gereist, haben viel gesehen, haben im Ausland studiert und irgendwann haben wir gedacht, okay, wir probieren da ein Projekt auf die Beine zu stellen und das hat regen Zulauf. Also wir haben sehr viel Unterstützung von Fotografen, von Redakteuren, von allen Seiten, ja. Leute, die Filme machen und auch von Non-Profit-Organisationen werden wir da auch gefeatured und wir unterstützen die auch, soweit es geht. Und ja, es entwickelt sich halt so gemächlich dahin. Also eigentlich kann man das so sagen, dass du auch deine eigenen Wertvorstellungen und Ideologien, was deine Umwelt und deinen Lebensraum betrifft, mitnehmen kannst in deine Arbeit? Das ist auch mit Grund, warum ich nie bei einem großen Unternehmen wahrscheinlich arbeiten könnte oder gearbeitet habe in dem Sinn. Ja, aber du hast recht, deswegen ist vielleicht auch, warum ich mich im Land wohlfühle, weil da auch anderes Denken, sage ich mal, zugelassen wird oder der Diskurs bei vielen Gesprächen, ja, wenn man Leute beim Mittagessen trifft, nicht immer nur, also es geht nicht rein um Kohle machen oder Geschäfte machen, sondern es geht auch so ein bisschen um gesellschaftliche Fragen und das ist eigentlich ziemlich interessant. Wie viele Stunden oder wie viel Zeit verbringst du pro Tag im Durchschnitt hier? Also ich bin ja viel auswärts unterwegs, was mir taugt. Das heißt, ich bin nicht immer nur an das kleine Kastel da irgendwie gebunden. Aber so, würde man sagen, im Schnitt so 6 Stunden vielleicht. Und eigentlich arbeitest du ganz viel mit anderen Personen gemeinsam. Ja, was du, wenn du selber einzelne Sachen nicht so gut kannst, dann brauchst du Spezialisten. Mhm. Also es ist. Es gibt halt Leute, glaube ich, die, es gibt Spezialisten, die extrem gut in ihrem Fach sind, aber die brauchen oft Unterstützung, dass deren Werk mit dem von anderen gut zusammenpasst. Ja, also Projekt, ja, Management von Projekten, wo mehrere Leute beteiligt sind, das ist interessant für mich. Das ist auch das, was ich eigentlich meistens mache und das funktioniert, glaube ich, nicht so schlecht. Ja. Eine letzte Frage noch? Schade. Ich wüsste noch ganz viele Fragen, aber das Video darf nur unter 10 Minuten sein. Ja, okay. Das ist das Problem. Wie wirst du Weihnachten feiern? Vielleicht ganz kurz. Weihnachten fängt für mich erstens einmal so nach dem 20. Dezember, glaube ich, an. Dass ich mir wirklich jetzt einen Geist drauf vorbereiten kann. Und das wird ganz easy. Also ich bin einerseits bei meiner Mutter. Und dann der Family von